gut. Liebe Gäste hier im Politforum Bern, liebe Podiumsteilnehmende, liebe Gäste auch online, die bereits warten. Mein Name ist Thomas Göttin, ich bin Leiter des Politforums hier im Käfigturm. Das war früher ein Gefängnis und ist heute ein Ort für Austausch, Diskussion am Puls der Zeit, so hoffen wir das doch. Auf diesen heutigen Abend habe ich mich sehr gefreut, muss ich sagen. Es ist so, dass in Bern viele spannende Dinge laufen in Sachen soziale Innovation. Und das sieht man nur schon an diesem Plakat, das wir hier haben, wo ganz viele verschiedene Aktivitäten und Projekte aufgeführt sind aus Bern und Umgebung zu verschiedenen Gebieten wie Urban Gardening, Inklusion, Generationen, Vernetzung etc. Oder auch hier auf der Tafel, dem Stadtplan von Bern, wo dieselben Projekte in einer anderen Darstellung über die Stadt verteilt sind. Bern ist also ein Innovationsbiotop. Ich selbst, der Transparenz halber, habe mich am Aufbau von SIBA beteiligt. SIBA, die Abkürzung, steht für Social Innovation Bern Accelerator. Das ist schon mal ganz schön Englisch. Seit 5 Jahren bringt SIBA solche Projekte miteinander in Verbindung, mit der Idee, dass die Projekte voneinander lernen und mehr noch, dass auch die verschiedenen Biotope sich austauschen über grundlegende Fragen wie Finanzierung, Marketing, Aufbau etc. Aber wir werden noch mehr davon hören. Heute soll es aber grundsätzlicher zur Sache gehen und nicht nur auf Bern bezogen. Was leistet soziale Innovation? Was allenfalls nicht? Und warum geht es bei der Förderung oder Anerkennung von sozialer Innovation nicht so vorwärts, wie es vielleicht vorwärts gehen könnte? Und deshalb sind auf dem Podium auch verschiedene lokale und nationale Perspektiven vertreten. Erstmals mit Olivier Jacquin auch, ich sage dem, unser neuer Nachbar, die Swiss Academy for Nature. So nahe sind sie nicht, sie sind an der Kochergasse gegenüber beim Bellevue. Viele sehen in technischer Innovation, das wäre das berühmte Elektroauto, die Lösung unserer Ressourcenprobleme. Das ist die Welt des Ernst Ulrich von Weizsäcker mit seinem Faktor 4, der Vervierfachung des technischen Fortschrittes zur Verdoppelung des Wohlstandes bei Halbierung des Ressourcenverbrauchs. Ich bin überzeugt, heute geht es nicht mehr ohne soziale Innovation. Und das sind eben gesellschaftliche Praktiken, Schließung von Kreisläufen, Einsätzen für das Wohlbefinden und das alles wiederum hilft, technische Maßnahmen zu unterstützen oder zu reduzieren. Und besonders ist dabei das partnerschaftliche Zusammenspiel zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Und dabei geht es eben gerade nicht um den Konsumbereich, oder das wäre dann wieder das berühmte Tofu, das die Welt retten soll, sondern um Praktiken der Distribution und Produktion. Ich habe lange beim Bundesamt für Umwelt gearbeitet und mich dabei immer gewundert, wie viele Fördergelder für Luftfilter und Pumpen eingesetzt wurden und wie wenig für soziale Innovation im Umweltbereich zur Verfügung steht. Vielleicht ist ja der Innovationsbegriff selbst noch viel zu stark auf Technik ausgerichtet. Das hat mir in den Recherchen Marco Venaco von der Gebert-Rüff-Stiftung mitgegeben, die sich auch mit diesen Fragen beschäftigt. Und ich hoffe, wir stehen hier an einem Wendepunkt. Übrigens, das habe ich in meiner Funktion hier mitbekommen, ist soziale Innovation auch für die Demokratie von großer Bedeutung, wenn es darum geht, mehr Menschen für bessere Resultate zu beteiligen. Barcelona kennt eine Direktion für soziale Innovation, für demokratische Innovation. In Fort Collins in Colorado, etwas größer als Bern, unterstützt ein Future Committee aus der Zivilgesellschaft den Stadtrat bei den Entscheiden. Und ich war vorletzte Woche in Kopenhagen zu Gast in der Demokratiegarage. Das ist so eine Anlaufstelle für neue demokratische Formen in ganz Kopenhagen. Und genau in diesem Gebäudekomplex ist auch die Agentur, die Akademie für soziale Innovation, untergebracht. So viel von mir. Heute moderiert Michael Sali. Und seine wohltuende Distanz zum Thema, ihr merkt, ich habe da viel Herzblut dabei, die hat mir sehr geholfen. Ich weiß nicht, ob dies sein letztes Podium ist, ich hoffe nicht. Jedenfalls wechselt er von Radio SRF neu als Leiter Informationsdienste zur Stadt Bern und ich gratuliere ihm herzlich und ich gratuliere der Stadt Bern herzlich für diese Entscheidung.
Michael übernimmt und begrüßt die Podiumsgäste. Ich selber setze mich hinter den Laptop und verfolge die Diskussion im Livestream. Man kann sich über die Chatfunktion von YouTube und ohne Anmeldung und Maske über Slido an der Diskussion beteiligen. Ich werde die Inputs auch aus diesem Online-Bereich einbringen. Viel Vergnügen bei der Diskussion, Michael. Vielen Dank, Thomas Göttin. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Die Einleitung ins Thema soziale Innovation, das ist ein Koloss von einem Begriff. Es ist vielleicht eine Lösung für die Herausforderungen der Welt. Und heute ganz speziell die Frage damit verknüpft, welche Rolle haben soziale Innovationen für die Entwicklung der nachhaltigen Gesellschaft? Was braucht es dazu? Welche Entwicklungen müssen soziale Innovationen begleiten, damit sie umgesetzt werden können? Und überhaupt, was versteckt sich hinter diesem Koloss von einem Begriff? Das würde ich gerne mit meinen Gästen besprechen. Mit Ihnen auch, liebe Gäste, hier im Politforum Käfigturm und am Livestream, Thomas Göttin hat es erwähnt, stellen Sie Fragen, überlegen Sie sich, was Sie den Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern für Fragen stellen möchten, wie Sie sich einbringen könnten. Das ist eine gute Gelegenheit, Menschen, die so nah an diesen Themen arbeiten, zu konfrontieren mit ihren Ideen, mit ihren Fragestellungen, auch mit ihren Inputs. Darauf möchten wir sehr gerne im zweiten Teil dieses Abends, also nach circa 3/4 Stunden oder so, eingehen, damit die Gelegenheit entsteht noch zu einer Debatte, die etwas einen größeren Rahmen einnehmen kann. Sowohl hier in unserem kleinen Saal wie auch, aber eben wie Thomas Göttin erwähnt hat, über die Chatfunktion im Livestream. Soziale Innovation, davon spricht man erst zaghaft seit 40, 50 Jahren. Das ist eher eine junge Disziplin, wenn man das so sagen könnte. Und ich nehme mich als Person, die Begriffe erklärt, sehr schnell zurück. Aber nur das soll gesagt sein. Was sind die Grundideen, dass traditionelle Werte und Gewohnheiten eingesetzt werden können, für neue Ziele zu erreichen? Schon früh wurde in Wien ein Zentrum für soziale Innovation gegründet, in den 80er Jahren, und dessen Gründer Josef Hochgärtner soll soziale Innovation so definiert haben, als neue Praktik, soziale Innovationen als neue Praktiken zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen. Was haben unsere Gäste für Definitionsvorstellungen oder wie würden Sie den Begriff soziale Innovation gerne verwenden? Wie gehen Sie mit diesem Begriff um und wie leben Sie ihn? Das möchte ich in einem ersten Teil am Anfang mit Ihnen besprechen. Und ich werde Ihnen bei dieser Gelegenheit die Gäste vorstellen können. Ingrid Kissling, sie ist Co-Präsidentin des Vereins Soziale Innovation Bern, SIBA. Sie zeigt auf, wer in Bern was macht in Bezug auf soziale Innovation, für Lösungen, für wichtige Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Und sie ist Direktorin am Departement Wirtschaft der Berner Fachhochschule und hat auch dort mit dieser Thematik zu tun. Auch das wird in diese Diskussion einfließen können. Frau Kissling, wie erklären Sie Ihrem Gottemädchen fiktiv diesen Begriff soziale Innovation? Ja, also ich würde das ich würde ein bisschen anders anfangen. Also wenn ich soziale Innovation erkläre, dann kann man ja, man erwartet ja von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, von Unternehmen erwartet man ja einen Beitrag zur Dekarbonisierung. Also wie können wir unsere Klimaziele erreichen? Und bei der sozialen Innovation geht es eigentlich darum, dass wir wirklich auch der Meinung sind, dass die Zivilgesellschaft einen maßgeblichen Beitrag leisten kann. Wir leben in einem Land, wo es ganz viele Initiativen gibt, und soziale Innovation, das ist auf Englisch irgendwie verständlicher, auf Deutsch, haben wir immer das Gefühl, das hat
noch was mit sozial zu tun, also mit dem engen Begriff von sozial. Da geht es wirklich darum, diese zivilgesellschaftlichen Initiativen diese zu fördern, beziehungsweise zu hoffen, dass diese einen Beitrag auch zu unserer Verhaltensänderung leisten können, oder? Weil wir sehen, mit Technologie kann man sehr viel machen, aber unsere Verhaltensweisen ändern sich nur beschränkt. Und vielleicht zu Beginn ein kleines Beispiel, und wir sammeln diese Ansichten und Sichtweisen über diese Definition. Jetzt vielleicht in einer Runde können Sie das aus dieser Fülle von Beispielen vielleicht eines rausziehen. Ja, kann ich gerne. Also wir haben ja ganz viele Bereiche. Also das fängt im Urban Gardening an, geht dann über Sharing-Plattformen. Monika Akret ist ja heute bei uns für die Leihbar. Also man versucht da wirklich auch ressourceneffiziente Lebensweisen zu fördern, indem man zum Beispiel eben weniger kauft, sondern eben viel mehr shared. Das heißt, wenn ich einen Bohrer brauche, gehe ich auf die Leihbar zu und lehne mir den aus, kaufe ihn nicht neu, das reduziert den Ressourcenverbrauch. Oder wenn ich etwas zur Begrünung der Stadt machen möchte, dann engagiere ich mich im Urban Gardening. Also es gibt eine große Vielfalt an Initiativen, die das eben ermöglichen. Im kulturellen Bereich habe ich jetzt hier auf dem Bildschirm, glaube ich, die heitere Fahne erwähnt, also kulturell das Zusammensein zu fördern. Das geht aber auch hier zu Baugenossenschaften oder Leute, die wirklich sich sagen, eigentlich möchten wir gerne preiswerten oder bezahlbaren Wohnraum in Bern. Wie machen wir das? Ja, das machen wir so, dass wir eben vielleicht uns zusammenschließen zu einer Genossenschaft, dann können wir, da sind wir schon beim Zusammenspiel Stadtwirtschaft und Zivilgesellschaft, dann gibt uns die Stadt Bern vielleicht über den Immobilienfonds Land im Baurecht ab und zusammen mit einem Dritten, also mit einem Bauherr, kann ich dann ein Gebäude bauen oder ein Quartier wie den Holliger. Zahlbaren Wohnraum. Zahlbaren, also es geht darum, ja, ganz konkret aus den Bedürfnissen von uns, von Bürgern, Lösungen zu schaffen, und das sind dann so kleine Pilze, so zivilgesellschaftliche Initiativen, die aus dem Boden schießen, die aber das große Problem haben, dass sie auch sehr schnell wieder verschwinden können, wenn eben das Milizengagement zurückgeht. Oder werden wir noch darüber sprechen. Merci vielmals, Frau Kissling. Ich möchte Ihnen Olivier Schacka vorstellen. Er ist Leiter der Wies Academy for Nature in Bern. Das wurde soeben vorhin von Thomas Göttin schon angetönt. Das Forschungszentrum der Universität Bern mit dem Ziel, Ideen zu entwickeln für eine nachhaltige Welt. Sie sind gestartet vor einem Jahr so richtig in dieses Abenteuer, in diese große Aufgabe, die Welt zu verändern, Herr Schacka. Also erstens bin ich für den Hub Bern zuständig, also ich bin nicht der Direktor der Wies Academy for Nature, also kurze Ergänzung, Peter Messerli ist der Direktor. Die leiten den Hub. Wir haben vier Hubs und einen davon in Bern, und wir wollen auch in Bern in Industrieländer natürlich innovative Lösungen auch bringen, nicht nur aus der Wissenschaft, aber konkret mit Wissen, mit Engagement, mit der Zivilgesellschaft neue Ideen entwickeln und die dann konkret im Feld testen. Das ist vielleicht das Neue. Bei einer Hochschule beschreibt man den Ist-Zustand und macht vielleicht noch Empfehlung, und dann erhofft man, dass nachher etwas passiert. Nach dem Motto, die Wirtschaft macht noch etwas damit oder die Zivilgesellschaft. Vielleicht das noch als Rahmen. Und wenn Sie mir fragen, ein gutes Beispiel, das auch mit verknüpft ist mit Technologie für Innovation, wir wollen auch Silos brechen, oder? Mit sozialer Innovation. Das heißt, es gibt oft auch eine technische Innovation in einer sozialen Innovation. Also denken wir einfach noch an Innovation, an neue Ideen. Was bringt uns weiter? Globale Herausforderungen, Klimawandel, schon erwähnt, Biodiversitätsverlust, Ungleichheiten und so weiter. Das sind Themen, wo wir arbeiten möchten. Natürlich immer mit der Zivilgesellschaft und mit diesem Wissen, dem Wissen teilen. Zurück zum Beispiel. Das hast du ja verlangt. Gutes Beispiel für mich und auch ein typisches Schweizer Beispiel ist Mobility Car Sharing. Oder? Dann sind wir auch im Sharing-Beispiel. Es ist ein neues Geschäftsmodell. Man hat natürlich eine kleine technische Entwicklung gemacht für das Onboarding, für das Computer. Aber eigentlich die Grundidee dahinter steckt, eigentlich brauche ich kein Auto als Eigentum. Ich brauche nur eine Dienstleistung, nämlich die Mobilität.
Und damit habe ich einfach viele Vorteile. Ich muss nicht noch mich über das ganze Betrieb kümmern von dem. Und das ist ein schönes Beispiel und hat eigentlich einen Ursprung auch in der Schweiz mit dem Schiff. Das war vor allem Schiff, Segel, Schiff, Carsharing. Das hat so gestartet. Das ist für mich ein schönes Beispiel für eine soziale Innovation, die auch natürlich in Richtung Laien-Sharing geht. Olivier Schacka wird aus seinem Gebiet, aus dem Hub Bern der Wyss Academy, noch einige Beispiele erzählen können, wo sie versuchen. Ich habe diesen Begriff Welt verändern erwähnt, das mag schön tönen, ist aber auch ernst gemeint. Also dahinter stecken Ideen, wie man neue Wege gehen kann. Das werden wir im Verlauf dieses Gesprächs auch noch erfahren. Ich möchte Ihnen Annelies Eggimann vorstellen. Sie ist Direktorin von InnoSwiss, der Organisation des Bundes zur Innovationsförderung. InnoSwiss fördert wissenschaftsbasierte Innovationen zugunsten von Wirtschaft und Gesellschaft. Denken Sie da auch an soziale Innovationen? Das tun wir durchaus, auch wenn ich gestehen muss, dass für mich das Wort soziale Innovation nicht ein ganz einfaches Wort ist. Also ich habe mich schon oft gefragt, was ist eigentlich genau soziale Innovation? Das nimmt uns jetzt gerade Wunder. Also ich bin keine Wissenschaftlerin und habe das nicht wissenschaftlich untersucht. Bei uns, bei InnoSwiss, ist es oft vereinfachend so, dass wir Projekte, die bei uns eingehen, als soziale Innovationsprojekte anschauen, die federführend durch Sozialwissenschaftler durchgeführt werden und die bei uns in der Einheit Sozialwissenschaften und Business Management beurteilt werden. Aber ich glaube, das ist zu einfach. Ich würde sagen, soziale Innovation muss von der Wirkung her beurteilt werden und es muss eine Absicht auch da sein, die Interaktion zwischen Menschen, Gesellschaftsgruppen, Wertvorstellungen und so weiter zu beeinflussen. Also diese zwei Elemente, finde ich, sind wichtig für soziale Innovation. Und hauptsächlich fördern Sie natürlich, weil das ja sehr etwas Wichtiges ist, ja die technologischen Innovationen, die unser Land wirtschaftlich auch weiterbringen können, auch irgendwie neue technologische Erkenntnisse bringen vielleicht. Das ist der Schwerpunkt bis jetzt. Kann man das so sagen? Also wenn wir die Natur der Projekte ansehen, die wir erhalten und die wir dann auch fördern, ist es sicher so, dass der Großteil der Projekte im Bereich Technologie angesiedelt ist. Und traditionell war das sicher noch stärker der Fall. Uns ist es aber wichtig, dass wir ganz klar auch zeigen, soziale Innovationen und Innovationen, die nicht primär mit technologischen Neuerungen zu tun haben, die sind bei uns eben auch willkommen und können von uns auch gefördert werden. Wichtig ist einfach immer, dass es einen Wertzuwachs gibt und zwar nicht muss nicht in Form von Umsatzsteigerungen und derartigem sein für ein Unternehmen, sondern es kann eben auch sein, dass in der Gesellschaft Wert geschaffen wird, also durch Verhaltensänderungen oder was auch immer. Und ich finde vor allem Innovation besonders wichtig, wenn Technologie und Soziales zusammenspielen. Mhm. Ich denke, das ist in vielen Fällen auch sehr, sehr wichtig. Also wenn wir das Megathema Nachhaltigkeit nehmen, ich persönlich bin überzeugt, wir werden sicher noch mehr technologische Neuerungen nötig haben, um wirklich dieses Thema auch bewältigen zu können. Gleichzeitig ist es aber natürlich wichtig, dass wir auch Verhaltensänderungen bei der Bevölkerung, bei uns allen bewirken. Und ich finde einfach, was enorm wichtig ist, ist, dass wir nicht Kästchen machen und die Dinge schubladisieren, sondern dass wir vor allem darauf hinarbeiten, dass die verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten und dass man eben beispielsweise, wenn es um technologische Innovationen geht, dass man immer auch mitbedenkt, was sind dann die Auswirkungen für die Leute, für die Konsumenten oder was auch immer. Und wenn es insbesondere Lösungen sind, die eben nachhaltig sind, wie kriegen wir die Leute dazu, eben vielleicht umzusteigen und auf diese nachhaltigeren Lösungen
umzusteigen und diese zu nutzen. Wie gut diese technologische Innovation und die soziale Innovation schon miteinander harmonisiert, das können wir dann und werden wir noch besprechen im Verlauf der nächsten halben Stunde. Ich möchte Adrian Stiefel ins Spiel bringen, Leiter des Amtes für Umweltschutz der Stadt Bern. Das Amt setzt sich für nachhaltige Entwicklung ein. Im Bereich Umwelt, Energie, und das ist natürlich schon eigentlich Ihre Hauptaufgabe, wie viel soziale Innovation ist da drin? Ja, es ist eine extrem wichtige Grundvoraussetzung, dass man wirklich, dass wir auch die soziale Innovation stärken und mit einbeziehen in die Planung. Wir haben sehr große, ambitiöse Zielsetzungen, beispielsweise bei der Klimapolitik. Wir wollen oder müssen 2035 eine Tonne CO2 pro Kopf erreichen. Das ist unser Ziel. Es fängt schon hier eigentlich fast an. Es ist fast einfacher, über Ziele zu sprechen. Sozial innovativ ist, wenn man dann gemeinsam Lösungen sucht, wie man gemeinsam schlussendlich diese Ziele erreicht, welche Maßnahmen man umsetzt. Und dabei braucht es wirklich die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft und auch uns. Können Sie ein Beispiel aus der Praxis nennen, um kurz am Anfang so etwas zu beschreiben, wo Sie denn diese soziale Komponente sehen? Also nicht im sozialen Sinne, aber im Sinne der sozialen Innovation. Ja, sehen Sie, wir haben beispielsweise im Gebäudesanierungsbereich, wir haben alle Technologien, es gibt ganz viele Technologien und die Gebäudesanierungsquote in der Stadt Bern ist nicht extrem viel höher als im Schweizer Durchschnitt. Also es gibt sehr viele Technologien, die sind da. Man wüsste eigentlich wie und trotzdem wird nicht saniert. Und das ist unsere Aufgabe, diese Technologien auch so mit den verschiedenen Akteuren zu diskutieren, schauen, wo sind die Hürden, damit dann tatsächlich auch investiert werden kann. Und dort, uns reicht nicht ein Pilotprojekt in der Stadt Bern, welches supermäßig plus Energie gebaut wurde. Wir müssen die ganze Stadt, in der ganzen Stadt, in der Masse die CO2-Emissionen reduzieren. Und da braucht es der direkte Kontakt zu den verschiedenen Institutionen und Akteuren. Also Sie vernetzen, Sie verbinden auch Institutionen, Akteuren, die Bürgerinnen und Bürger untereinander. Das ist eine extrem wichtige Aufgabe, denke ich, wenn man schlussendlich unsere Arbeit wirklich auf den Boden bringen will. Also wenn man sich schlussendlich die Finger auch dreckig macht, weil man etwas realisiert. Es müssen alle mitmachen. Auch. Ja. Ja. Adrian Stiefel, ich möchte last but not least, Sie sind jetzt am Schluss, können Sie uns Frau Ackeret von dieser ersten Vorstellungsrunde mitnehmen in Ihre Leihbar, das würde uns sehr interessieren. Sie sind eine Initiantin der Leihbar, wo man eben Dinge ausleihen kann, teilen kann, mieten kann, statt sie selber zu besitzen. Macht ja nicht immer überall Sinn, alles zu haben, oder nicht? Können Sie uns da etwas erklären, was Ihre Philosophie ist? Genau, es macht nicht immer Sinn, etwas selber zu besitzen. Ingrid, du hast vorhin schon erwähnt, der Klassiker ist die Bohrmaschine. Die wird im Durchschnitt für eine Lebensdauer eine Bohrmaschine wird die um die 10 Minuten benutzt. Könnte eigentlich 2000 Stunden in Gebrauch sein. Und das macht eigentlich keinen Sinn für eine Privatperson, eine Bohrmaschine selber zu benutzen. Aber wir verstehen natürlich auch die Haltung, dass man halt einfach die Bohrmaschine nutzen will, wenn es gerade ansteht. Und da unsere Leihbar nicht jeden Tag von morgen früh bis abends spät offen ist, muss man halt ein bisschen planen. Mhm. Wir haben gerade kürzlich von einem Mitglied erfahren, dass halt das Leihen auch Aufwand bedeutet. Denn man muss das planen, man muss zu uns kommen. Aber er hat dann trotzdem gemeint, dass er hat jetzt seine Investition in ein nachhaltiges Handeln und er brauche manchmal seine Zeit für andere Sachen, wie den ganzen Tag ins Smartphone zu schauen. Aber er wendet das jetzt einfach auf und findet es eine gute Sache. Was ist besser für uns zu erfahren, was Sie nicht haben oder was Sie haben in Ihrer Leihbar?
Also ich kann vielleicht mal anfangen mit, was wir haben. Nein. Aber können Sie es vielleicht etwas umreißen? Also genau. Komme ich durchs Leben, wenn ich mich ausleihen will, durch Ihr Sortiment? Ich denke, Sie kommen sehr weit. Wir haben vom Sortiment etwa 500 Gegenstände an beiden Standorten. Und zwar von Haushaltgeräten über Outdoor-Artikel zu Gartenwerkzeugen, Werkzeugen für den Heimbedarf. Also ich denke, da kommen Sie ziemlich weit. Was wir aber nicht machen wollen, wir wollen nicht bestehende Angebote, wie zum Beispiel Bibliotheken, Ludotheken, Sportartikel, Börsen, die wollen wir nicht konkurrenzieren. Also wir haben einen Kriterienkatalog aufgestellt für Gegenstände, die wir auch annehmen. Wir bekommen auch einige Sachspenden. Kriterien, die wir annehmen, aber auch Gegenstände, die wir nicht in der Leihbare ins Sortiment aufnehmen wollen. Genau. Und man muss Mitglied sein? Das ist so. Also wir sind ein Verein, die Leihbar Bern, die hat jetzt zwei Standorte, eben die erste Leihbar in der Schweiz, in der alten Feuerwehr Victoria, das ist der eine Standort, und jetzt eben in Waben der zweite. Und ursprünglich war das ein Projekt der Stiftung für Konsumentenschutz. Der Raphael Wüttrich hat das mit seinem Team ins Leben gerufen und eben die erste Leihbar in der Schweiz da gegründet. Und ja, wir sind ein Verein, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Und wer zu uns kommt, der bezahlt seine Mitgliedschaft und kann dann eigentlich für 5 Franken im Monat ein ganzes Jahr so viele Gegenstände ausleihen, wie er oder sie will. Aber der Wirtschaft hilft das ja nicht groß, wenn sie ihre Leihbar da so gut ausstatten mit allen möglichen Dingen. Das ist ja eigentlich ein Bärendienst für die produzierende Industrie. Also wenn das so wäre, wäre das eigentlich ein großes Kompliment, oder? Wenn wir Konkurrenz wären. Da sind wir natürlich weit davon entfernt. Also wir haben natürlich nicht die Kraft und auch nicht den Platz und nicht die Möglichkeiten, das Sortiment so groß zu machen, dass wir da ernsthafte Konkurrenz wären für die KMUs und die Großverteiler. Ja, soziale Innovation, unser Thema, wo wir uns annähern. Es braucht andere Wege, um hinzukommen zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. Es ist nötig, das ist vielleicht der gemeinsame Nenner, den wir haben. Wie nötig das ist, dass wir andere Wege gehen, möchte ich mit Ihnen besprechen. Also ich möchte die in den Raum stellen als Frage, haben wir etwas verlernt, für das Wohlergehen der Welt oder der Gesellschaft zu denken, und müssen wir jetzt wirklich umdenken, um nachhaltige Ziele zu erreichen? Also an welchem Punkt stehen wir, Olivier Schacker? Also umdenken, denke ich, also unbedingt. Wir müssen anders denken als früher. Früher hat man gesagt, okay, man hat ein Problem, wir packen die Ingenieure, die geben die Technologie und wir haben das Problem gelöst. Und oft sehen wir, dass das geht nicht bei diesen globalen Herausforderungen. Wir haben auch diese Beschleunigung von dem Gebäudepark ernannt. Wir haben die Technologie, wir haben alles, aber es fehlt zum Teil die Akzeptanz, es fehlt finanzielle Anreize, neue Denkweise. Und manchmal ist es auch nicht die Denkweise, die fehlt, weil es gibt viele Leute, die mehr im Suffizienz sind, die auch Mitglied sind von einem Leihbar oder die eben kein Auto mehr im Eigentum haben, was auch immer. Und wichtig, und das haben wir auch schon erwähnt, wir müssen wirklich alle zusammenbringen. Das wurde auch mehrmals erwähnt. Wir müssen nicht nur die Ingenieurssicht reinbringen oder die Wissenschaftssicht. Wir müssen mit der Zivilgesellschaft, mit Politikverwaltung und natürlich mit der Zivilgesellschaft gemeinsam diese neuen Ideen entwickeln. Und so werden wir auch Akzeptanz haben, automatisch, weil wir gemeinsam das weiterentwickelt haben, diese Ideen. Und vielleicht gibt es auch einen Mix von Technik, von sozialer Innovation damit. Und wichtig ist, dass wir zuerst starten, mit allen neue Sachen zu entwickeln, mit dem Wissen, weil sie haben ein anderes Wissen als ich. Wir müssen uns schon über das Ist-Zustand eigentlich
über den Ist-Zustand das Wissen haben, teilen, und nachher haben wir das gemeinsame Problemkomplexverständnis oder die Herausforderung, und dann können wir wirklich konkret etwas reinpacken, das auch nachher in die Umsetzung kommt. Also dieses Vernetzen, das Sie betonen, das heißt ja auch, dass man vielleicht bis anhin zu fest einfach an technologische Entwicklungen gedacht hat oder technologische Innovationen gedacht hat. Ich stelle das in die Runde. Sie sind angesprochen, ja. Frau Eckler. Also ich denke, es ist sicher so, dass traditionellerweise sehr fokussiert auf ein ganz konkretes Problem hingearbeitet worden ist. Also da gibt es irgendwo ein Produkt, das verbessert werden sollte, und dann macht man einmal. Also beispielsweise so ein typisches Projekt, das wir auch unterstützt haben, und ich finde, das ist auch richtig. Schweizer Skihersteller, der die Gleitfähigkeit seines Skis verbessern möchte und dann einen neuen Materialmix sucht und das dann auch umsetzt und so auf dem Markt wahrscheinlich auch wettbewerbsfähiger wird, mehr Skis verkauft und damit mehr Umsatz generiert. Das ist durchaus legitim. Aber ich glaube auch, es gibt zuhauf Probleme und Herausforderungen, die wir so nicht lösen können, die ein viel gesamtheitlicheres, systemischeres Denken nötig machen und die nach meiner Ansicht auch eine viel stärkere transdisziplinäre Zusammenarbeit erfordern. Also dass die verschiedenen Disziplinen zusammenkommen und gemeinsam arbeiten und dass eben auch die Betroffenen selbst einbezogen werden. Ich glaube, das ist ganz sicher wichtig, auch wenn man vor allem die Akzeptanz dann haben will für die neuen Lösungen. Und das ist nicht ganz einfach, weil es war noch nie einfach, interdisziplinär zu arbeiten und die Leute zusammenzubringen. Aber ich denke, es geht nicht anders. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Das ist für mich absolut klar. Also haben wir zu lange technische Innovationen einfach als der einzige Weg angeschaut? Ich denke, oder die technische Innovation und die soziale Innovation stehen in einer Art Wechselwirkung zueinander. Sie profitieren voneinander. Also wenn wir die soziale Innovation, sie schafft eigentlich die Voraussetzung für die Akzeptanz auch der technologischen Innovation, und so können sie wieder voneinander profitieren. Zum Beispiel? Ja, ich kann vielleicht umgekehrt sagen. Also bei mir, ich persönlich, ich weiß, bei der Kreislaufwirtschaft, es ist wichtig, dass wir die Sachen wiederverwerten. Wenn wir ein Haus zurückbauen, dass wir die Lavabos, die noch nicht kaputt sind, wiederverwerten, zum Beispiel eine Bauteilenbörse irgendwie weiterverkaufen, in einer Leihbar oder so. Aber wenn ich jetzt meine Wohnung sanieren würde, bin ich schon bereit, irgendwie das gebrauchte Lavabo in die neu sanierte, neu renovierte Wohnung einzubauen, und dann bin ich stolz und habe das Gefühl, jetzt habe ich etwas Gutes gemacht und ich zeige es allen. Kann ich das? Oder denke ich immer noch, habe ich jetzt ein Imageproblem, wenn ich das mache? Also ist das wirklich cool? Ähnlich bei den Autos. Ich meine, aber noch bei den Lavabos, ja. Die sind ja auch, sind die nicht auch teurer? Kann ich nicht ein mega günstiges Lavabo im neuwertigen Zustand kaufen, im Großhandel? Das ist doch auch, ist das auch ein Problem? Ja, der Preis ist sicher auch ein Problem, aber ich denke, es fängt gesellschaftlich schon ein bisschen, also auch bei mir, es fängt schon ein bisschen vorher an. Also ich meine, auch bei den Fahrzeugen, bei den Autos. Ich meine, es gibt viele Technologien, man weiß es eigentlich, kleine Autos sind im urbanen Raum praktisch. Aber wenn wir in die Straßen schauen, die Autos werden immer größer, immer breiter. Ja, sie haben vielleicht sogar eine neue Technologie, irgendein Elektromotor, und dieser Elektromotor transportiert jetzt 2,5 Tonnen mit einer Person drin, weil wir ein Auto kaufen für vielleicht einen Moment im Jahr, nämlich wenn wir irgendetwas umziehen müssen oder irgendetwas irgendwie transportieren müssen. Aber für 99% des Gebrauchs ist das Auto viel zu groß gewählt. Also dort, denke ich, braucht es einen Transformationsprozess, und da hilft der Begriff soziale Innovation auch dem technologischen Fortschritt.
Ich würde Frau gerne Kiesling, etwas heißt das Umdenken? Es heißt auf jeden Fall Umdenken, aber ich finde, man muss schon einmal sagen, dass, also, dass technologische Innovation und soziale Innovation einfach anders tickt. Sie funktionieren anders. Also wir hatten gestern einen BFH-Tag zur Kreislaufwirtschaft und dort haben wir neue Technologien vorgestellt. Die Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie für das Elektroauto, aber zum Beispiel auch biogene Rohstoffe, wo man damit Öl ersetzen kann. Super wichtig, super nötig, völlig unbestritten, aber funktioniert von der Entwicklung her anders, die soziale Innovation, oder? Weil auch die Förderung funktioniert anders, das ist das, was die Schweiz auch sehr gut kann, weil wir sind ja auch Innovationsmeister, also wir haben eine Tradition in der Entwicklung von Technologien und das ist eigentlich auch sehr positiv, weil wir brauchen diese Technologien, völlig unbestritten. Soziale Innovation, da haben wir, denke ich, auch ein sehr gutes Rüstzeug. Wenn ich jetzt an Bern denke, würde ich sagen, das soziale Kapital, das wir mit all diesen Initiativen im Vergleich zur Schweiz haben, ist extrem hoch. Also wenn man schweizweit einmal sieht, wie viele Initiativen gelistet sind, dann kommt man bei Sens, glaube ich, auf knapp 300 und etwa 100 sind in Bern, Bern und Stadtregion. Das heißt, wir haben ein hohes Potenzial. Es ist ein Biotop, aber es funktioniert anders. Es sind so kleine Dinge, die irgendwann entstehen, weil man irgendein Bedürfnis hat, sei es eben Ausleihe, sei es Sharing von Autos, sei es Sharings von anderen Gegenständen und die Förderung funktioniert anders. Oder? In der Technologie kann ich sagen, okay, du entwickelst deine Technologie, die erreicht das und das und dann haben wir einen Prototypen und dann wird das auf dem Markt dann abgesetzt und hat diesen und dieses Volumen. Ja, wenn ich jetzt bei der Leihbar hingehe, dann sind das so kleine Initiativen, die in Basel, Bern und so weiter entstehen. Ja, und wie fördere ich die? Das sind teilweise Milizleute, die mit großer Mühe Geld sammeln müssen, damit sie das Minimum für diese Vereine überhaupt über Wasser halten können. Was für diese Vereine, und da meine ich auch, es funktioniert anders, ganz wichtig ist, dass sie sich mit anderen Initiativen vernetzen können, dass sie das Know-how für den Aufbau der Initiative austauschen können. Also es funktioniert völlig anders und unsere Förderkanäle können das im Moment nicht besonders gut bedienen, weil sie einfach nicht so ausgerichtet sind, weil es ganz schwierig ist, in den Evaluationen dann zu sagen, ja, wir fördern das, weil das bringt so und so viel Absatz, so und so viel Mehrwert, oder? Ja. Und da haben wir, denke ich, in der Schweiz ein größeres Problem als in anderen Ländern, weil sowohl die EU wie auch zum Beispiel Deutschland, die sind wirklich bereit, dort auch Geld in die Hand zu nehmen und zu fördern, oder? Und zwar ein bisschen anders zu fördern. Darf ich noch etwas sagen, wie das zusammen funktioniert? Bitte, ja. Digitales, also Technologie und soziale Innovation. Wir sind im Moment an der BFH dran, ein kleines Forschungsprojekt zu machen. Wir haben da vier Bereiche gewählt, also von der Berner Bio-Offensive über Sharing-Plattformen. Und da versuchen wir zu untersuchen, wie kann man die Wertschöpfung von sozialen Initiativen mit digitalen Plattformen unterstützen. Hilft das, wenn man gewisse Dinge über das Handy dann machen kann, wenn man Plattformen schaltet, was bedeutet das für die Initiativen? Oder ist der persönliche und physische Kontakt für viele Initiativen einfach absolut zentral und kann ich den nicht voll ersetzen? Und dann die Frage, wie skaliere ich das? Also ich kann ganz sicher skalieren mit digitalen Technologien, aber wie sich denn das tatsächlich auswirkt auf die Initiativen, das ist eine offene Frage. Aber ich möchte noch auf den Punkt zu sprechen kommen, der so irgendwie mitschwingt. Herr Stiefel hat erwähnt, dass man unsinnigerweise viele Tonnen Automaterial mit sich herumfährt an einem Samstag und das eigentlich nicht nötig wäre. Muss man den Leuten zeigen oder erklären, auch wenn man den Akkubohrer eben ausleihen geht, dass man sich einschränken muss in Zukunft, um eine nachhaltigere Entwicklung anzustreben? Was sagen Sie an der Bar, wenn jemand kommt und sagt, ja, hätte auch lieber selber dieses Gerät oder so? Der oder die kommt wahrscheinlich gar nicht zu uns an die Leihbar. Aber es ist ein guter Punkt. Einschränkung klingt ja immer negativ. Also man muss sich einschränken, man hat einen Nachteil. Aber das kann eben auch ausleihen zum Beispiel oder Sachen teilen, das kann eben auch entlasten.
Also ich habe nicht in meinem Keller, auf dem Estrich, in den Schränken jene Dinge, die ich nicht brauche, die verstauben, die werden alt, die plötzlich funktionieren sie nicht mehr, wenn ich es dann mal brauche, sondern ich hole mir punktuell das, was ich im Moment brauche. Das kann total entlastend sein und schont natürlich auch das Portemonnaie, nebst den Ressourcen. Das war übrigens auch gerade eine Rückmeldung, die wir bekommen haben. Wir haben gerade kürzlich in der Quartierzeitung im Wappenspiegel ein Interview gehabt mit zwei Mitgliedern, die häufig ausleihen. Und etwas, was mir dort wirklich auch erst bewusst geworden ist, kann ich vielleicht ein Beispiel bringen. Da kommt ein Vater mit seinen kleinen Jungs regelmäßig und der Kleine ist so begeistert von der Leihbar, weil es dann am Anfang Gutslick gegeben hat. Der kommt immer wieder mit großer Begeisterung und der hat es so verinnerlicht, dass man nicht alles daheim hat, sondern dass man eben in die Leihbar geht. Dass er offenbar schon in einem Ladengeschäft zu Papa gesagt hat, komm, leihen wir das jetzt aus. Also der hat es einfach total verinnerlicht und ich denke, das Verhalten, dass wir jetzt vielleicht wirklich für uns selber ganz klar zuerst überlegen müssen, will ich das nicht, das wird mit der Zeit, wenn andere Generationen, andere Gewohnheiten, es kann sich durchaus so verändern, damit das einfach der Besitz nicht mehr mit Prestige, mit Status verbunden ist, sondern dass man ganz andere Wertvorstellungen entwickeln kann. Da bin ich ganz sicher. Diese Erfahrung machen wir auch. Ich glaube wirklich, das Erleben und auch die Erfahrungen sammeln mit gewissen Beispielen, das hilft. Ich glaube, das hilft wirklich auch vielleicht, dass es einen neuen Mehrheitskonsens, dass sich ein neuer Mehrheitskonsens entwickelt. Wenn wir jetzt uns überlegen, noch einmal wegen dem Auto, ich glaube schon, oft ist das Auto schon noch ein Statussymbol, je größer, desto besser. Und wenn es gelingt, und das ist die Frage wie, und das geht auch nur miteinander, wirklich zu zeigen, dass es viel einfacher ist, einen Parkplatz zu suchen, dass es viel einfacher, praktischer ist im Stadtverkehr und wenn man diese Erfahrungen auch macht, oder noch viel besser, dass es viel einfacher ist, ein Auto zu teilen mit den Sharing-Angeboten und vielleicht mit einem Cargo-Bike etwas transportieren geht. Wenn man diese Erfahrungen macht, wenn man Leute dazu bringt, Erfahrungen zu sammeln, wie der kleine Junge, ist eine schöne Geschichte, und wenn das gelingt, dann kann sich ein Mehrheitskonsens hoffentlich auch weiterentwickeln, sage ich mal. Aber Frau Eggemann, wie würden Sie dann Ihren Kunden auch oder den Personen, die Eingaben machen für technologische Entwicklungen, zeigen, dass eigentlich die Gesellschaft auf kleinerem Fuß leben muss in Zukunft und man vielleicht die Projekte anders denken muss? Also Das versuchen wir in der Tat und das ist auch ein Element in der Evaluation der Projekte. Also Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr wichtiges Kriterium, das wir auch anschauen. Und zwar so, dass wir prüfen, ist ein Projekt, das uns vorgelegt wird, wie sieht das aus? Also hat das schadet das mehr, als es nutzt, aus Nachhaltigkeitsaspekten betrachtet oder bringt es einen Fortschritt, beispielsweise durch energieeffizientere Nutzung oder was auch immer. Also das ist ein Thema, das wir anschauen. Ich möchte vielleicht noch auf das zu sprechen kommen, was Ingrid vorhin gesagt hat. Es ist in der Tat so, wir haben ja einen Auftrag, wissenschaftsbasierte Innovation zu fördern. Also viele kleine soziale Innovationen, die eben durch Freiwillige entstehen oder was auch immer und dann Kreise ziehen, die könnten wir wahrscheinlich gar nicht finanzieren von unserem Auftrag her. Auch nicht das, was Sie suchen. Oder? Genau, aber das ist natürlich auch ein Lernprozess, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Innovatoren, Innovatorinnen draußen. Die Frage, wie wird es umgesetzt und welche Wirkung hat das dann, wenn meine Innovation, die ist nicht ganz einfach zu beantworten und da kommt in den Projekten sehr oft einfach zu wenig. Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel machen von einem Projekt, das wir fördern. Dort geht es darum, dass die, ähm, in,
die Arbeitsintegration von psychisch angeschlagenen Jugendlichen gefördert wird, indem das psychotherapeutische Ansätze eben natürlich wissenschaftlich basiert, oder in diese Arbeitsangebote eingebettet werden beispielsweise. Und da können Sie nicht sagen, ja, dadurch, dass dann ein Unternehmen solche Leute anstellen kann, hat es direkt einen Nutzen, indem es mehr Umsatz generiert oder was auch immer. Aber wenn es uns gelingt, eben mehr Jugendliche in den Arbeitsprozess zu integrieren, dann hat das schlussendlich eine sehr große Wirkung auch auf die sozialen Kosten, auf die Integration der Bevölkerung und so weiter. Und das sind eben auch Dinge. Und da muss uns dann einfach aufgezeigt werden, wie kann das auch skaliert werden? Also wie können diese Ansätze dann auch verbreitet werden und dann wirklich auch volkswirtschaftlich eine spürbare Wirkung zeigen? Das ist für uns dann auch wichtig für die Förderung. Also da legen Sie Wert darauf, dass da immer auch dieser soziale Nutzen mitschwingt. Olivier Schackar von der Wyss Academy, dem Hub in Bern, wenn Sie die Projekte ausgewählt haben, die Sie jetzt verfolgen, 15 ungefähr Projekte, wo Sie schauen, wie kann man nachhaltige Entwicklung ausprägen, fördern speziell. An was haben Sie da, können Sie noch an einem Beispiel vielleicht aufzeigen, wo genau das sich etwas verändern muss, in also, der Verschränkung auch von Technologie und sozialer Innovation? Also ich nehme ein Beispiel, das wir teilen mit Adrian. Das ist Plus Energiestadt. Oder? Wie schaffen wir eine Stadt, die mehr Energie produziert, als was sie konsumiert, oder eine CO2-neutrale Stadt? Und mit diesem Ziel, oder, schaffen wir vor allem mit diesen vier Akteurgruppen, also wir haben vor allem mit den Städten im Dialog im Kanton Bern einen Dialog gestartet, was sind eigentlich die Bedürfnisse, beziehungsweise wie schaffen wir das? Also schon mal erstens eine Dialogplattform schaffen, wo wir diese Bedürfnisse gegenseitig teilen, gemeinsame Nenner entwickeln und gleichzeitig auch Wissen reinbringen in diesen Prozess. Und nachher kommen wir dann zu Inkubator. Ich kann euch noch nicht sagen, welches Inkubator da ist, aber wir haben sicher das Thema, die Beschleunigung von Gebäudeparksanierung ist ein großes Thema. Wir haben die Technologie, aber wie schaffen wir das? Und es gibt spannende Ansätze überall. Erstens muss man die auch eine Übersicht haben, die auch teilen und vielleicht auch ein paar Sachen testen mit innovative denkende Eigentümer, was auch immer, Pilotprojekt, und dann können wir neue Lösungswege zeigen und die dann skalieren, weil das ist vor allem das Wichtigste, die Skalierung. Wir sind vor allem mehr im Pilotansatz und wir starten nicht von Anfang an top-down, das müssen wir machen, sondern wir bringen die Akteure am Tisch und entwickeln gemeinsam diese neue Ideen. Das schafft natürlich Akzeptanz, das schafft auch viel mehr Erfolg dann in der Umsetzung. Deshalb kann ich euch noch nicht sagen, wir haben den Carsharing Mobility Angebot 1, sondern wir sind am Anfang von diesem Prozess. Und können Sie vielleicht erklären, wie Sie den Tourismus im Berner Oberland CO2-neutral machen wollen? Das wäre ja ein weiteres Projekt aus Ihrem Portfolio. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Das ist auch wieder ein visionäres Ziel, wie eine Plus-Energiestadt, eine CO2-neutrale Tourismusregion machen. Das werden wir nicht allein machen, da brauchen wir viele Partnerschaften. Und hier haben wir auch sehr stark mit einem großes Engagement-Projekt, also wir sagen Engagement für Partizipationsansatz oder für Dialog, aber Sie wissen, was ich meine mit dem. Und dort haben wir wieder die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, also die Akteure aus der Region und die Zivilgesellschaft an Bord und entwickeln vor allem das gemeinsame Systemverständnis, welche Probleme. Und dann kommen wir von Problem zu eigentlich Challenge, zu neuen Lösungswegen, und dann wollen wir das testen. Aber im Moment sind wir immer noch, also sind wir am Anfang von diesem Prozess mit Dialog und mit Wissen. Aber vielleicht trotzdem ein Beispiel, um zu erfahren, ja, wo könnte man denn an der Schraube drehen, für dieses Ergebnis zu erzielen, was Sie sich wünschen? Mhm. Was genau könnte ein Ansatz sein? Theoretisch, dass Sie ja jetzt erst in der Evaluationsphase sind. Ja,
Also es gibt x mögliche Ansätze. Sie müssen immer im Gesamt sich anschauen. Ich kann euch ein Beispiel geben. Wenn Sie wissen, okay, Skigebiete, Schneefälle wird es immer weniger geben. Wir haben trotzdem viele CO2-Emissionen, die damit verknüpft sind. In die Zukunft, wenn Sie systemisch denken, dann denken Sie, okay, die CO2-Emissionen werden sich mindern, weil wir weniger Skifahren können wegen dem Klimaerwärmen. Das heißt, wenn Sie jetzt ticken würden, jetzt, dann würden Sie alles setzen auf das, auf diese CO2-Emissionen. Aber gleichzeitig müssen Sie mittel- und langfristig denken. Und das heißt, Sie werden auf andere Sachen setzen, wie beispielsweise in der Hotellerie. Sie sagen, okay, wenn Tourismus immer noch läuft, aber weniger beim Ski, sondern vielleicht mehr beim Erlebnis von den Landschaften im Sommer und so weiter, dann würden Sie beispielsweise eher einen Fokus schauen auf die ganze Hotellerie, Food Waste, Sachen, Betrachtung und weniger in einem Pistenbully, der aus Wasserstoff betrieben ist. Als konkretes Beispiel. Also, dass man den Pistenbully auch nicht mehr so häufig braucht, weil es weniger Niederschlag hat, zum Beispiel. Ja. Genau, und dann haben Sie wirklich ein Umdenken, weil Sie systemisch das Ganze anschauen. Sie haben ein Umdenken, okay, weiter wie bisher ist nicht das Szenario, das möglich ist. Ja, Adrian, Stiefel. Das Umdenken, ich meine, die Stadt Bern oder Bern ist ja traditionellerweise nicht wirklich eine Industriestadt. Also wir haben eigentlich auch schon relativ oft bewiesen, dass wir eigentlich bezüglich sozialer Innovation eigentlich gar nicht so schlecht dastehen. Ich denke an die Jugendbewegungen in den 80er Jahren mit Safaraya oder mit der Reitschule. Da hat sich auch etwas entwickelt. Aber ich konkret denke ich auch bezüglich Umdenken an den Loriplatz. Der Loriplatz, der war vor 5 Jahren ein Unort. Dort wollte man sich nicht aufhalten. Das war eine Kreuzung, ein Unort. Und dann hat die Stadt Bern aber den Raum um diesen Platz zur Verfügung gestellt. Und dort gibt es jetzt im Sommer ein Pop-up mit entsiegeltem Boden. Viele Leute, der Platz ist belebt, man konsumiert, man spricht miteinander, die Leute vom Loriplatz treffen sich dort, die Restaurants in der Umgebung profitieren auch von der Belebung. Es braucht manchmal einfach auch ein bisschen Mut, irgendwie Konventionen zu hinterfragen. Muss dieser Loriplatz so aussehen? Kann man den beleben? Also der Makel war, der Loriplatz ist nicht belebbar. Die Lösung ist, man gibt dort Leben rein, man lässt die Leute den Platz umgestalten. Das ist ein Beispiel für eine soziale Innovation. Das ist ein konkretes Beispiel, auch was sich entwickeln kann. Jetzt ist es selbstverständlich, dieser Platz lebt. Man ist dort, man genießt den Feierabend dort oder schaut ein Fußballspiel. Oder so. Ich finde das ein schönes Beispiel. Es gibt viele solche Beispiele in der Stadt Bern. Sie sind vielleicht noch etwas punktuell, je nach Projekt, das lanciert wird. Aber ich glaube, die Voraussetzungen auch mit der Berner Bevölkerung und mit den Institutionen hier, die sind da. Und ich glaube, da ist so viel Innovation noch versteckt. Und das zu wecken und den Raum auch zur Verfügung zu stellen, das, denke ich, ist eine große Chance auch. Ingrid Kiesling, wenn Sie diese vielen Beispiele im Auge haben, können Sie uns beschreiben, wie viel Engagement von Bernerinnen und Bernern da drin steckt? Also wie groß diese Bewegung ist, die eben den Rahmen sprengt, aus Eigeninitiative heraus vielleicht etwas Neues angeht, eine Sache verändern will. Ich glaube, wir sind ja ein Land, wo Milizarbeit und Freiwilligenarbeit einfach etwas dazugehört. Und ich glaube, das hilft uns auch, was die soziale Innovation betrifft. Also
ich glaube, der Ursprung ist immer ein ganz, ganz konkretes Problem. Oder ich will mehr Grünraum, oder dann macht man eine Permakultur in der Elfenau, oder ich habe Probleme, ich habe Angehörige, die krank sind, ich muss mir etwas überlegen, wie man die besser betreut. Also aus einem ganz bestimmten Bedürfnis heraus, glaube ich, erwächst auch sehr viel Energie. Und diese eine Energie, die auch irgendwie mit gesellschaftlichen Verhaltensweisen durchaus brechen kann, und daraus entstehen dann eben wieder neue Ansätze, neue Lösungen. Also wenn ich das, und da ist viel Energie, oder weil in diesem Zusammenleben, wir haben vor 10 Tagen einen Workshop gemacht zum intergenerationellen Wohnen von SIBA her, haben ein paar Initiativen zusammengebracht, und das Interessante ist dort immer auch zu sehen, es gibt so viele auch geniale Ideen, also zum Beispiel in Spiez, haben wir heute noch gar nicht gestreift, gibt es eine Initiative und Generationen. Tandem. Da geht es darum, das Erfahrungswissen zwischen den Generationen fließen zu lassen, also dass man eher ältere, jüngere Menschen zusammenbringt. Und das Interessante war dann zu sehen, in Schwarzenburg gibt es ein Generationenhaus, und da hat man eine Villa gefunden, und man versucht jetzt das soziale Leben dort wirklich etwas zu animieren, oder? Man hat das große Problem, dass aber gewisse Teile der Bevölkerung, das sind es dort vor allem ältere Frauen, nicht mitmachen wollen. Und das Wissen zum Beispiel aus dieser Und-Generationen-Tandem, aus diesem Verein zusammen mit Schwarzenburg gibt dann wieder was Neues. Also dieses Fließen von Ideen, und da sind immer sehr viele sehr engagierte Menschen dahinter, das schafft Mehrwert für die Gesellschaft im Zusammenleben, aber vielleicht auch, es ermöglicht Integration von Menschen, die einsam sind, es ermöglicht Austausch, also da ist einfach ein hohes soziales Potenzial vorhanden, und ich glaube, der wichtige Punkt ist einfach, der Staat könnte das gar nicht alles erledigen. Oder wir könnten das nie und nimmer bezahlen, was wir als Wertschöpfung über diese Art von Initiativen schaffen, und die haben auch sehr oft so etwas, ja, nicht alle, aber ein Teil davon hat etwas Radikales, oder? Etwas, das wirklich neu ist, das auch transformativ eben ein bisschen in die Tiefe geht, oder? Ich mag mich erinnern, wir haben mal diskutiert über die Restbar oder die Essbar. Da hat Olivier gesagt, das ist überhaupt nicht innovativ, weil im Prinzip verkauft man die Essensreste am Folgetag mit tieferen Preisen, und eigentlich ist das eigentlich ein Problem der Überproduktion. Das stimmt natürlich, aber so im Kleinen die Leute dafür zu sensibilisieren, dass man vielleicht weniger Food Waste oder weniger zu Food Waste beiträgt und so weiter, das sind so kleine Schritte in der Veränderung des individuellen Verhaltens. Oder? Also damit wird unsere unmittelbare Umgebung neu gestaltet von Menschen, die sich engagieren wollen. Wenn Sie jetzt in Ihrem Themenkreis denken, Olivier Schakar, dann müssen Sie Herausforderungen anpacken, die eher in einem globalen Zusammenhang stehen. Der Klimawandel, Überbevölkerung oder das Bevölkerungswachstum, die Nahrungsmittelproduktion, und da sind Sie auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen, denke ich, mit technologischen Entwicklungen. Also finden Sie sich da? Klar, das habe ich schon von Anfang an gesagt. Wir brauchen dieses Umdenken, das ist manchmal verknüpft mit neuen Geschäftsmodellen. Man kann Geld damit verdienen, man muss, also es ist möglich. Ich meine, den ganzen Klimawandel, das werden wir einfach schaffen, weil man hat auch einen direkten wirtschaftlichen Nutzen. Natürlich muss der soziale Nutzen damit verknüpft ist. Und deshalb ist es wichtig, einfach konkrete Lösungen zu zeigen. Wir werden die Welt nicht retten, und wir sind auch the new kid on the block. Es gibt viele andere Partner, viele Institutionen, die schon an das schaffen. Weil was vielleicht neu ist bei der Wyss Akademie, bei dieser private Stiftung, ist, dass wir wirklich diese Kombination bringen von Wissen, von den Akteuren, und gemeinsam etwas testen. Oder? Bis jetzt macht die Hochschule das Wissen, und die Privatunternehmen machen vielleicht den Testen, und es gibt natürlich auf die technische Innovation schon dieses Zusammenspiel, aber mit der Zivilgesellschaft nicht. Und das Kombinieren, das Testen in einem Industrieland wie die Schweiz ist natürlich wichtig. Wir haben 3 Hubs im Süden. Natürlich, dort hat man zum Teil die gleichen Herausforderungen, aber natürlich eine andere Ausgangslage. Frau Eggimann, wie kommt das an bei den
Forschenden, die solche Lösungen vielleicht anbieten könnten, Projekte in diese Richtung entwickeln könnten. Ist da schon der Funke gesprungen? Also ich würde sagen, ja. Also wir sehen das immer wieder, dass natürlich das Bewusstsein auch bei den Wissenschaften, das nimmt zu, bei den Unternehmen auch. Also Nachhaltigkeit ist heute ein großes Thema überall. Natürlich ist es oft schwierig, eben Wege zu finden, auch nachhaltig zu agieren, oder? Und zu wissen, wie verhalte ich mich oder wo ändere ich meine Verhaltensweisen, damit es dann auch nachhaltiger wird. Ich glaube einfach, es ist wichtig, dass alle zusammenwirken. Also wir versuchen jetzt beispielsweise über die sogenannten Flagship-Projekte, die wir lanciert haben, eben nicht nur mal abzuwarten und zu schauen, was uns an Projekten vorgelegt wird, sondern eben auch Themen zu setzen und dann zu sagen, schaut diese Themen aus einem systemischen Ansatz interdisziplinär an. Können Sie eins nennen? Ja, also wir haben jetzt gerade letztes Jahr eine Ausschreibung gemacht und im Oktober haben wir die ersten 15 Projekte so bewilligt. Und das sind große Projekte. Also da gibt es Projekte im Bereich Tourismus. Wie gestalten wir den Tourismus nachhaltiger und resilienter? Oder wir haben verschiedene Projekte im Bereich Kreislaufwirtschaft, wo die verschiedensten Akteure zusammenarbeiten und da gemeinsam neue Lösungen erarbeiten und dem eben aus einem wirklich systemischen Ansatz heraus und nicht nur fokussiert auf eine konkrete technische Lösung. Ist die WIS Academy und InnoSwiss näher beisammen, als man denkt? Haben Sie Überschneidungen? Sollten Sie voneinander wissen sogar vielleicht? Ja, wir wissen schon viel. Ich denke schon, dass wir voneinander wissen. Und ja. Ich denke auch, es gibt ein Zusammenarbeitspotenzial, oder? Also ich kenne jetzt konkret kein Projekt, wo die WIS Academy involviert wäre. Aber vielleicht gibt es das tatsächlich, das weiß ich nicht. Aber ich denke, da gibt es schon Potenzial, durchaus. Klar. Vielleicht nochmal zum Ansatz. Also, wenn wir gemeinsam neue Ideen entwickeln, oder? Dann müssen wir die auch umsetzen. Und das, was wir haben als Mittel, das ist Seed Money, um dieses Projekt eigentlich zu ermöglichen. Und nachher sind wir natürlich angewiesen auf Partnerschaften, sei es finanzielle Partnerschaften, aber auch inhaltliche Partnerschaften, um das zu entwickeln. Und das ist vielleicht eben den Ansatz, der auch vielleicht sehr schön ist, aus natürlich meiner Perspektive, dass man diese Seed Money hat, um dieses Prozess, eigentlich dieses Engagement eigentlich zu fördern. Und nachher führt das zu Pilot- und Demo-Projekt, vielleicht im technischen Sinn, das führt zu x soziale Innovation oder ein Mix von sozial und technisch, wie ich das erwähnt habe. Also Sie können Projekte anschieben mit den Mitteln, die Sie haben und dann schauen, dass es wächst. Genau. Ich möchte jetzt schauen, ob wir im Chat Fragen haben und auch im Publikum. Bitte melden Sie sich mit Hand, dann kann ich Sie in die Diskussion einschleusen. Wem darf ich das Wort geben? Ist in diesem Themenkomplex etwas aufgetaucht, das nicht klar ist, wo Sie etwas genauer wissen möchten? Nur zu, würde uns sehr freuen. Also mein Name ist Pascal Tschumi, ich forsche an der Universität Bern zu sozialen Innovationen in einem SNF-geförderten Projekt. Und ich möchte jetzt auch wissen, was denn soziale Innovationen konkret denn für eine Auswirkung auf die Politik haben. Also sprich, wir haben ja gehört, dass Scaling sehr wichtig ist bei sozialen Innovationen. Und ich möchte wissen, ob soziale Innovationen so bottom-up auf die Politik eine Auswirkung haben können, damit auch ähnliche soziale Innovationen dann auch gefördert werden können oder eben woanders agieren könnten. Vielen Dank. Ingrid Kiesling, was meinen Sie? Na ja, was soll ich? Ja, also...
Ich bin auch Stadträtin in Bern, ja. Ich sage jetzt, naja, weil wir haben es vom Stadtparlament ja geschafft, die Sharing-Strategie der Stadt Bern aus dem Finanzplan zu streichen, war eine Kürzungsmaßnahme. Jetzt bezogen auf soziale Innovation, definitiv nicht das, was ich mir gewünscht hätte, oder? Aber es gab einfach, ja... Das ist immer ein Deal, auch was drin bleibt und was rauskommt. Also die Politik hätte da ganz sicher und auch die Verwaltung hätte da sicher eine Aufgabe. Wir sind da dran, aber ich denke, da müsste auch mehr passieren, oder auch von den Parteien und von den Mehrheiten her im Moment in Bern. Wenn man das Ziel, diese eine Tonne bis 2035 erreichen will, also auch in der Stadt Bern, das sind beträchtliche Anstrengungen zur Dekarbonisierung. Also das wird es auf jeden Fall brauchen, aber ich merke auch in der Politik, das Bewusstsein für diese Fragestellung, das ist noch nicht ganz so hoch. Also andere Städte haben diese Sharing-Strategien, andere Städte investieren etwas mehr. Also wir müssen sicher auch in Bern daran arbeiten. Bei uns kann man natürlich sagen, ja, es blüht ja eigentlich, es ist ein super Biotop, oder? Soziales Kapital vorhanden, oder? Aber es bräuchte ein bisschen mehr für die Skalierung. Aber ich gebe das gerne jetzt Adrian weiter. Ja, also man geht das vom Bottom etwas ab in die Direktion Umwelt, in das Umweltamt. Adrian Stiefel, hat das Auswirkungen auf Ihr Programm? Ja, also, wie ich schon gesagt habe, also ich glaube, punktuell bei Projekten ist es uns bewusst, dass wir nicht in der Glasglocke Verwaltung irgendwie diese Energie oder diese Klimaziele erreichen werden. Nie und nimmer. Also wir sind wirklich bei uns sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wir schaffen das natürlich nicht in der Glasglocke Verwaltung. Hier braucht es die Zusammenarbeit und wir müssen uns genau jeden Tag diese Gedanken machen, wie kann man diese Maßnahmen breit umsetzen, wie werden sie breit umgesetzt? Wie kann man strategisch vorgehen bei der Sharing Economy? Das ist auch eine Maßnahme der Energie- und Klimastrategie. Und wie Ingrid gesagt hat, ja, das Parlament hat es jetzt in der letzten Budgetdebatte nicht ins Budget aufgenommen, leider. Aber das ist ein Prozess. Aber ich denke, punktuell reagiert die Politik eben schon auf viele Aktivitäten. Also die Politik, sie stellt Freiräume zur Verfügung, wo ganz spannende Projekte lanciert werden können, Zwischennutzungen lanciert werden, wo genau dieser Austausch, diese soziale Innovation, dieses Hinterfragen von Konventionen auch stattfinden kann. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Oder auch die Frage bezüglich der Bereitstellung von den Cargo-Bikes, den Elektro-Cargo-Bikes, die teilt man, also da gehen die KMUs relativ stolz mit ihren Cargo-Bikes, die Bäckereien oder was auch immer, das Brot verteilen, weil sie zeigen das dann auch. Also da gibt es schon punktuell, denke ich, auch Rückschlüsse auf die Politik und die Politik reagiert. Auch hier ist eine Wechselwirkung, finde ich, feststellbar. Ich möchte noch fragen, Anneliese Eckimann, spüren Sie das auch, dass vom Bundesrat her andere Anforderungen oder Ansprüche gestellt werden an Ihre Aufgabe, dass man sagt, ja, da bewegt sich was im Land. Übrigens haben wir diese gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Macht mal etwas oder forciert diese Bemühung? Also ich denke schon, dass das Bewusstsein da ist. Also wir sind momentan daran, ein Mehrjahresprogramm zu erarbeiten. Das ist auch im Auftrag des Bundes. Es ist allerdings die Herausforderung, dass wir die Jahre 25 bis 28 abdecken müssen jetzt. Und das ist noch weit draußen. Und für Innovation, die eigentlich eher kurzfristig ist und auf aktuelle Dynamismen auch reagieren können muss, ist das etwas schwierig. Aber wir haben im Mandat ganz klar den Auftrag, eben Nachhaltigkeit zu thematisieren und aufzuzeigen, wie wir mit dem Thema umgehen beispielsweise. Da sieht man schon, dass hier das Bewusstsein vorhanden ist.
es ist einfach dann so in den politischen Entscheidungsprozessen, da prallen immer sehr unterschiedliche Interessen gegeneinander und das Risiko, Ingrid hat das Beispiel genannt, das ist dann immer das kurzfristige Nutzenüberlegungen, längerfristige Interessen etwas zurückdrängen und ich meine, diese Problematik hat man halt in den politischen Prozessen. Ich denke, dass das Bewusstsein generell für die Notwendigkeit, etwas zu tun ist wirklich vorhanden, aber es ist natürlich dann nicht ganz einfach, das generell überall in allen Entscheidungsprozessen dann auch zum Durchbruch zu bringen. Aber Olivier Jacquard, die Zeit drängt, oder nicht? Sie sind mit diesen globalen Veränderungen sehr stark konfrontiert, suchen nach Lösungen. Mahlen die politischen Mühlen für Sie ganz langsam oder noch viel langsamer, als Sie sich es wünschen? Also es gibt sicher zwei Ebenen. Sie können vielleicht so ein System neu aufgestalten, indem dass Sie zeigen, es gibt neue Lösungswege und sie sind möglich. Man kann sogar Geld damit verdienen, Sozialakzeptanz ist da. Also wieso ändern wir nicht die Regeln, oder? Das ist schon mal eine Schiene. Und die zweite Schiene ist von Anfang an in diesem Prozess auch die Politik und die Verwaltung einzubinden. Von Anfang an, Sie haben das Beispiel von CO2-neutrale Tourismusregion Jungfrau. Dort haben wir 28 Gemeinden. Dort haben wir mehrere Parteien, die eigentlich auch vertreten sind mit den Gemeindepräsidentin, Präsident. Von Anfang an auch die einbeziehen, neue Lösungswege suchen und die konkret testen und zeigen, es ist möglich. Und dann natürlich gibt es eine Möglichkeit zu einem Wandel und man muss, wie Sie gesagt haben, sehr schnell sein. Weil wir müssen viele Sachen beschleunigen. Wie beschleunigen wir alles? Ich habe die Antwort nicht, oder? Aber wir versuchen mindestens das zu machen bei diesen konkreten Projekten. Vielen Dank. Ich gehe wieder zurück ins Plenum. Ja. Ich habe dann auch aus dem Web, aus dem Online-Bereich noch Fragen, aber vielleicht zuerst da hinten. Genau, also vor, als um die Skalierbarkeit ging oder um den Nutzen von Innovation, wenn man jetzt einfach volkswirtschaftlich argumentiert, also speist man sich nicht da sowieso in den Schwanz, weil eigentlich geht es ja da bei sozialen Innovationen häufig darum, also ja, man macht es, weil es irgendwie sinnstiftend oder Glück gibt oder es gibt einen Zeitgewinn oder ein Nutzen kann sein, weniger einsame Menschen, weniger Gesundheitskosten, also das klingt natürlich jetzt utopisch, aber inwiefern kommen solche Überlegungen mit bei der Förderung? Darf ich das Wort geben? Also in unserem Fall kommen diese Überlegungen sehr, sehr wohl zum Durchbruch. Also beispielsweise ist es eben auch so, dass beispielsweise die Vermeidung von sozialen Kosten oder die Minderung von sozialen Kosten, das hat auch volkswirtschaftliche Effekte und die können wir genauso berücksichtigen. Also das sind alles Dinge, die wir wirklich auch versuchen in den Förderentscheiden zu berücksichtigen. Aber sicher ist es so, eben es braucht eine gewisse Skalierung. Wir müssen Wirkungsanalysen machen und dann aufzeigen, was ist der Nutzen von dem, was wir fördern und den muss man dann auch nachweisen können. Und in sehr vielen Fällen liegt der Nutzen dann auch in der Schaffung von Arbeitsplätzen, vielleicht von höherwertigen Arbeitsplätzen oder was auch immer. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Aber eben wie gesagt, es geht nicht nur darum, vordergründig mehr Gewinn zu erwirtschaften oder höhere Umsätze zu haben, sondern gerade wenn es um soziale Innovationen geht, kann es eben auch sein, dass es darum geht, soziale Kosten zu vermindern, auch längerfristig gesehen. Können Sie eigentlich etwas einordnen, wie hoch der Anteil in Prozenten sein könnte von Projekten, die Sie fördern, die einen direkten, nachhaltigen Sinn beinhalten? Also Nachhaltigkeit in dem Sinn, es kommt immer darauf an, also wenn man jetzt nach den Social Development
Development Goals geht, dann haben wir sicher verschiedenste Projekte in allen Bereichen, die eigentlich dort auch darunter subsumiert werden können. Wir haben ja beispielsweise sehr viele Projekte auch im Umweltbereich oder im Energiebereich, wo es darum geht, eben ressourcenschonendere Lösungen zu entwickeln und so weiter. Im Bereich soziale Innovationen ist es so, dass diese vielleicht, also im soziale Innovationen ohne die technologische Komponente, dass die sicher in der Minderheit sind und so einen Anteil von 10-15% aller geförderten Projekte ausmachen. Thomas. Ja, vielleicht Online sind auch diese Diskussionen verfolgt worden. Und anschließend an die Frage von vorher, soziale Innovation hat ja viel unbezahlte Arbeit auch. Und da ist die Frage, geht es da nicht auch um eine Änderung des Wirtschaftssystems, damit das überhaupt möglich ist, solche Dinge, oder damit die besser reinpassen, oder die Änderung der Rahmenbedingungen oder quasi systemische Einordnung eben dieser unbezahlten Arbeit. Ein Punkt aus dem Netz. Ich würde gerne darauf reagieren. Also soziale Innovation heißt natürlich nicht nur Milizarbeit, sondern also persönlich bin ich wirklich der Meinung, das muss auch soziales Unternehmertum sein und das muss Geld einspielen. Sonst haben wir ein Problem, wenn wir können einen Teil dieser Arbeit milizmäßig lösen, aber wir brauchen auch eine gewisse Professionalisierung und dort stehen wir eben immer an. Und dann muss es neue Businessmodelle geben und dort ist eben auch ein gewisser Engpass. Ich denke mir manchmal, da ist es wahrscheinlich einfacher, in der EU Gelder zu beschaffen, um eben Dinge anzuschieben, um auch mit öffentlicher Unterstützung gewisse Initiativen lancieren und skalieren zu können, wie bei uns, oder? Es kann nicht sein, dass das alles nur milizmäßig läuft, weil der Impact ist groß, aber man ist im Moment auch politisch und auch wissenschaftlich nur beschränkt bereit, dort wirklich Geld zu investieren, obwohl eigentlich das Investment tatsächlich auch etwas im Rahmen der Klimapolitik Dekarbonisierung bringen würde. Also das würde ich trotz allem behaupten und da sind alle Förderagenturen in der Schweiz nicht so gut aufgestellt. Also das Umdenken ist angezeigt, es bewegt sich einiges, aber ist es einfach die Zivilbevölkerung, die da jetzt zum Beispiel viel Engagement reinlegt? Wir stellen fest, bei uns, wir haben in der Stadt Bern die Klimaplattform der Wirtschaft, dort sind über 70 Unternehmen, die tauschen sich aus und haben das Commitment, bringen das Commitment, dass sie pro Jahr mindestens ein Projekt realisieren, um die CO2-Emissionen zu minimieren. Dort spürt man natürlich den Austausch extrem stark und die Unternehmen, die übernehmen Verantwortung, die übernehmen auch soziale Verantwortung und sie haben auch angeregt, wirklich die ganze soziale Verantwortung mit zu thematisieren in der Klimaplattform der Wirtschaft. Also ich denke, da gibt es, wenn es Plattformen gibt, wenn jetzt die öffentliche Hand eine Plattform auch zur Verfügung stellt, dann gibt es einen Austausch, der wirklich wieder weiterentwickeln kann. Weil es cool ist, dabei zu sein. Es cool ist, dabei zu sein, weil es cool ist, sich auszutauschen, weil es cool ist, durch den Austausch neue Projekte zu realisieren, welche ökonomisch dann schlussendlich funktionieren. Das ist der eine Teil. Wir unterstützen aber auch, weil es ist eine spannende Frage, Initiativen aus der Stadt Bern, aus dem Quartier, wo es Freiwilligenarbeit ist. Ein super Projekt, ich habe immer noch Freude, ist die Quartierkreuzfahrt, dieses Jahr durchgeführt wurde, mit einem super, wirklich privaten Engagement in der Lengasse. Das ist ein Projekt der Kirchgemeinde, oder? Nur, es sind auch private, es sind primär private Personen, die zusammen dann mit der Kirchgemeinde dieses Projekt lanciert haben. Das ist ein Projekt, da haben sie wirklich ein Deck gehabt, ein Sonnendeck, da haben sie sich getroffen und haben diskutiert und haben aber Landausflüge gemacht in speziellen Plätzen in der Lengasse und haben dort eine Woche lang die Kreuzfahrt in der Lengasse durchgeführt. Also so gut kommuniziert, eine so tolle Idee
und so Innovatives. Also ich möchte noch mal zurückkommen zu den Unternehmen, ja, die Sie an Bord haben, ja, wenn wir in dieser Sprache weitersprechen wollen. Also ein Projekt pro Jahr, die setzen die um, setzen Sie auch auf diese Karte Nachhaltigkeit, haben Sie gesagt. Aber ich möchte... Darf ich noch etwas? Ja, also es ist mir ich bin ja von einer Business School. Also es ist mir schon ein Anliegen zu sagen, also in der Kreislaufwirtschaft, das kommt ein Bericht nächste Woche zur Kreislaufwirtschaft in der Schweiz, und da sieht man wirklich ganz klar, dass zwar Anstrengungen vorhanden sind, dass aber die Luft nach oben noch so ist. Ja. Oder? Also das muss man schon sehen. Persönlich glaube ich, dass wir auch unsere Studierenden dahin bewegen sollen, dass sie selber eigene Initiativen unternehmerisch umsetzen, also auch einen Beitrag Richtung nachhaltige Entwicklung machen sollten, und dass man das auch, und die sind auch sehr purpose-driven, also die meisten von ihnen, die wollen einen sinnvollen Job, die wollen diese Bewegung, oder nicht alle, aber ein Teil davon, die will diese Bewegung, also dort haben wir Potenzial. Das Problem ist einfach, ein bestehendes Unternehmen umzubauen, ist sehr viel schwieriger, wie ein neues Businessmodell zu kreieren und eine neue Initiative zu lancieren. Und ich denke, wir müssen auch mit jungen Menschen, aber vielleicht auch teilweise mit Senioren versuchen, da auch etwas grassroots-artig das wachsen zu lassen, weil das hat Potenzial, ein Unternehmen umzubauen Richtung Kreislaufwirtschaft, das ist wirklich nicht einfach. Vielen Dank, Thomas Götti. Ja, da gibt es dazu ein Stichwort aus dem Netz, nämlich sollte man statt in Projekten nicht einfach ganze Ökosysteme, Stichwort Kreislaufwirtschaft, fördern? Das wäre dann die Frage. Ich meine, die Kreislaufwirtschaft muss auch auf Ebene Unternehmen passieren. Also wir brauchen den Betonproduzenten, da gibt es übrigens ein interessantes Startup, das heißt Neustark, die lagern ja CO2 im Beton, oder? In technisch sehr innovativ. Also ja, aber wir werden das nicht einfach so schaffen, sondern wir brauchen die Wirtschaft, wir brauchen die Zivilgesellschaft, wir brauchen den Staat, der da mitstößt, und wenn wir es zusammen machen in diesem Dreigestirn, dann wird es zusammen noch mit der Wissenschaft, dann wird es produktiv. Oder? Aber Sie sagen, da ist noch viel Luft, und Sie, Herr Jacquard, mit der Wyss Academy, die hat ja den Namen Wyss Academy ja nicht einfach so, sondern weil da ein Philanthrop am Werk ist, der sagt, ich gebe mein Geld, einen Teil meines Geldes für diese Zwecke, und sonst hätten sie noch den Kanton gehabt, aber der wäre dann auch nicht aufgesprungen, wenn der Wyss nicht gekommen wäre. Insofern braucht es jetzt die Frage, braucht es Mäzene, die den Weg vorzeigen? Oder ich glaube, die Philanthropie, die hat sicher eine wichtige Rolle in diesem Rahmen. Sie kann eben, wo es vielleicht weniger Fördermittel gibt von der öffentlichen Hand, gibt es natürlich eine Möglichkeit für die Philanthropie, da mitzumachen. Auch neue Wege, neue Public-Private Partnership. Was wir erleben, ist ein neues Public-Private Partnership in dieser Stiftung, oder? Weil wir haben den Kanton, wir haben die Uni und wir haben den Hans-Jörg Wyss mit der Wyss Foundation, wie Sie erwähnt haben. Das ist auch es ist ein Public-Private Partnership mit alles, was rundum ist, mit neuen Vorteilen, mit neuen kreativen Ideen, aber auch mit zum Teil konservativen Sachen. Nichtsdestotrotz, zurück vielleicht zu Fragen oder zu Kreislaufwirtschaft. Wenn wir im System denken bleiben, ne, dann machen wir vielleicht auch Sachen im Kreislauf, aber das bringt uns nicht unbedingt weiter, weil wir haben vielleicht einen wirtschaftlichen Nutzen, aber keinen Umweltnutzen oder umgekehrt. Wir müssen immer über Lebenszyklusbetrachtung denken, wirklich systemisch denken. Und deshalb habe ich auch dieses Beispiel vom Esbach ein bisschen kritisiert, weil das ist Business as usual, aber wir versuchen eine Lösung zu haben zum Business as usual. Und eigentlich findet noch kein neues wirkliches Geschäftsmodell oder Umdenken statt. Ich möchte noch schnell beim Bezahlen bleiben. Wer bezahlt diese Entwicklung? Wer gibt Geld dafür? Jetzt kann man sagen, die öffentliche Hand gibt Steuergelder aus in einer Stadt wie Bern für eine Veränderung hinsichtlich einer nachhaltigeren Gesellschaft. Kann man das so sagen? Ja, wir unterstützen einzelne Projekte und das ist auch richtig so. Aber ich glaube, es braucht
von der öffentlichen Hand vor allem auch das Denken, wirklich die Philosophie, dass wir als öffentliche Hand aus der Glasglocke raus müssen, dass wir wirklich zusammen mit den verschiedenen Akteuren Maßnahmen kreieren müssen und damit sie dann auch tragbar sind. Wir müssen Gefäße und Plattformen und Möglichkeiten zur Verfügung stellen, damit sich die Wirtschaft weiterentwickeln kann und damit sich die Zivilgesellschaft austauschen kann. Deshalb gefällt mir der Loriplatz oder auch die Mittelstraße so gut. Ich meine, das sind dann, dort gibt es Raum für Austausch, für neue Ideen, für auch neue Inspirationen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als öffentliche Hand fast noch mehr machen sollten, als nur in Anführungszeichen zu unterstützen. Weil die öffentliche Hand sagt ja nicht, was soziale Innovation inhaltlich ist. Also wir wollen auch kein Brainwashing machen. Also das ist auch nicht die Aufgabe der öffentlichen Hand, sondern die soziale Innovation muss sich auch entwickeln können. Und da braucht es auch Raum dafür, dass das ermöglicht wird. Es ist ein Wechselspiel. Also Sie geben schon Ideen vor. Also Urban Gardening war schon auch entstanden durch eine Initiative, hat sich sichtbar in der Stadt Bern durch eine Initiative der Behörden. Ja. Es ist ein Wechselspiel. Vom Hinterhof quasi in den Verwaltungsapparat. Es ist gut, wenn die öffentliche Hand Ideen bringt, aber sie kann sie nicht alleine umsetzen schlussendlich, sondern es muss ein Wechselspiel sein und da braucht es den Austausch. Gibt es noch eine Frage? Ja, gerne. Wir kommen langsam zu einem Schluss. Langsam, sehr schnell. Günstiger Wohnraum. Wie ist das möglich in der Stadt Bern und Umgebung, wenn der Markt so ausgetrocknet ist? Ja, also wenn ich gerade darf, also das finde ich ein super Beispiel, weil günstiger Wohnraum ist eben möglich, weil die Stadt Bern einen Immobilienfonds hat, der hat relativ viel Geld, der kann auch Land kaufen und kann dann im Baurecht, kann er dieses Land an Genossenschaften, an Mietergenossenschaften, an Infrastrukturgenossenschaften abgeben. Diese Genossenschaften, die organisieren sich. Es gibt, also ich finde nach wie vor, der Holliger Warmbachl ist ein super Beispiel, auch Hubergasse, für intergenerationelles Wohnen, für Wohnen gemeinsam, alternativ mit Gemeinschaftsräumen. Oder man gibt das Bauland ab und dann kommt noch ein Dritter, da kommt eben dann noch der Bauherr dazu und da kann man wirklich, also mit einigen Projekten jetzt in der Stadt Bern in der vergangenen Zeit, kann man wirklich relativ kostengünstig bauen. Oder? Also Hubergasse ist ein super Beispiel. Natürlich muss man dann auch Mitglied einer Genossenschaft werden, aber also da bestehen jetzt, ich finde, das ist das Beispiel in der Stadt Bern, das aus meiner Sicht sehr gut funktioniert im Moment. Und da ist es wirklich diese Trias wieder. Wir haben staatliche Akteure, wir haben die Wirtschaft und wir haben natürlich eben die Zivilgesellschaft, die diese Baugenossenschaften organisiert, oder? Also ich kann Ihnen nur mal empfehlen, schauen Sie sich mal den Holliger Warmbachli an. Super! Also wir haben alle diese Player im Boot, aber die Schuhe, in denen sie gehen, sind vielleicht noch etwas klein, wenn ich sie frage. Da könnte noch mehr geschehen. Ist das Konsens? Ein nickendes Schlusswort. Nein, Sie spüren das vielleicht bei mir. Also es ist schon eine gewisse Ungeduld, oder? Also die Zeit läuft uns im Moment davon, oder? Auch bei den Klimazielen der Stadt Bern. Also das heißt, es würde jetzt wirklich darum gehen, die Kräfte zu bündeln, zivilgesellschaftlich, wirtschaftlich, um da wirklich auch etwas mehr in Bewegung zu bringen, sonst werden wir einfach diese Ziele nie erreichen und Sie haben es ja vorher angetönt, es ist nicht so, dass wir wahrscheinlich mit der Technologie von 3,5 Tonnen auf 1 Tonne in der Stadt Bern kommen werden, sondern wir müssen uns auch überlegen, wie wir leben und welche Art von Dienstleistung oder welche Art von Genuss uns eben das bringt, was wir wahrscheinlich auch glückliches Leben nennen und da braucht es auch gewisse Veränderungen, sonst werden wir es wahrscheinlich nie erreichen. Ich möchte das Schlusswort Frau Ackeret geben, an die Leibart zurückgeben, das Schlusswort, und Sie fragen, spüren Sie denn, dass die Leute zahlreicher kommen, wenn Sie jetzt so die Entwicklung Ihres Business anschauen?
Ja, die Zeit jetzt ist nicht gerade so günstig gewesen. Wir wissen alle, warum. Wir hatten auch 2 Monate, mussten wir schließen. Und deshalb ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt festzustellen, ob das eine Entwicklung gegeben hat. Aber sogar während der Schließung konnten wir neue Mitgliedschaften abschließen. Also die Jahresmitgliedschaften werden auch erneuert. Oder Mitglieder, die vorher in der Victoria sich die Gegenstände ausgeliehen haben, die kommen auch nach Waben oder umgekehrt. Also in der alten Feuerwehr in Victoria. Genau. Und von dem her denke ich schon, also die Idee, also die Zeit ist reif für die Idee, teilen statt kaufen. Das auf jeden Fall. Als ein Beispiel von sozialer Innovation. Vielen Dank, Monika Ackeret. Vielen Dank, Anneliese Eggimann von InnoSwiss, Olivier Schakar von der Wyss Academy, dem Hub in Bern, Ingrid Kissling von Sozialer Innovation Bern und Adrian Stiefel vom Umweltamt der Stadt. Besten Dank, merci für Ihre Teilnahme, vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, vielen Dank auch von Seiten des Politforums für diese spannende Diskussion. Ich bringe noch einen Punkt ein. Von etwa vor 2 Wochen hatten wir eine Diskussion mit der ETH hier zum Rethinking Living, Planet Hope. Und da war, das war ein Stichwort wissenschaftsbasiert, ein klarer Konsens, dass natürlich Transdisziplinarität eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist. Also das möchte ich vielleicht hier noch mitgeben. Das war nicht ganz so klar jetzt in meiner Wahrnehmung hier. Ja, das eine und das andere, ich möchte euch Aresteine mitgeben mit einem besten Dank. Die sind hier hinten. Sie haben keinen großen sozialen Innovationsgehalt, sie sind einfach Aresteine, aber ich gebe gerne allen eines mit auf den Weg mit einem besten Dank vom Politforum. Danke. Und wer sie herstellt? Ja, es sind zumindest kurze Wege, sie kommen von Reinhard gerade gegenüber. Und in dem Sinne möchte ich mich auch bei allen herzlich bedanken, beim Podium, bei der Moderation. Und wir machen noch einen Apero, der ist im unteren Stock. Und wie gesagt, politische Diskussionen führen wir bundesratsgemäß ohne Zertifikat bis maximal 50 Personen. Durch, es handelt sich um eine Grundrechtsfrage, die wurde so vorgegeben. Und unten machen wir mit Zertifikat dann einen Apero für alle, die noch möchten. Und damit bedanke ich mich für den Abend und wünsche schönen Abend. Auch in die Online-Gemeinschaft, die sich sehr engagiert und auch zahlreich eingeschaltet hat. Merci. Okay.